Cannabis ist es also in Deutschland legal und alle gehen wieder auf die Barrikaden und ich denke mir so, habt ihr eigentlich keine Kiffer in eurem Freundeskreis oder kennt ihr nicht irgendwelche Kiffer? Und war das für diese Kiffer jemals ein Problem, an ihre Droge zu kommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Worauf ich also hinaus will, derjenige, der eh kiffen will oder wollte, der konnte schon immer dieses Zeug bekommen und zwar ohne Probleme. Und meine zweite Meinung zu diesem Thema ist, wer es eben übertreibt, der ist selber schuld, wie bei allen anderen Themen auch. Wenn ich zu viel saufe, tja, dann werde ich irgendwann zum Alkoholiker. Und wenn ich eben zu viel kiffe, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann richtig dumm im Kopf. Versteht ihr? Also ja, ich bin bei vielen Themen nicht einverstanden, was diese Bundesregierung hier macht, aber hier... Ich finde es auch nicht gut, wenn sich Leute die Birne wegkiffen, aber nochmal, wer das eben möchte, der kriegt es auch hin ohne Cannabis-Legalisierung. Eigenverantwortung, meine Freunde. Wenn du mit Dingen übertreibst, dann brauchst du dich nicht über die Konsequenzen wundern. Und zwar in jeglichen Themen. Aber zu guter Letzt lasse ich jetzt nochmal einen Herr Harari über das ganze Thema reden. Und das hat schon ein nettes Beigeschmäckle. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. Zum Ende aber noch einmal, selbst wenn die da oben wollen, dass wir dumm sind oder dass wir eben tun, was sie wünschen, es liegt an uns selbst, ob wir da mitmachen, versteht ihr? Also, wer eben ein Problem hat und mit dieser Droge nicht klarkommt, der sollte einfach gar nicht anfangen, versteht ihr? Von dem her, haut rein und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht.